Fans der Serie South Park dürfen sich auf ein neues und spannendes Fantasy-Abenteuer in der Kleinstadt von Colorado freuen. Die Rede ist hier nicht von einer neuen Episode oder gar eines Kinofilms. Man übernimmt nicht die Steuerung einer der bekannten Serienhelden. Oh nein, du bist der Neue und machst dich auf den Weg, Freunde zu finden und mit ihnen zu spielen. Das neue Kind besitzt eine Kraft, die wir erst noch erkunden müssen. Wieso sollten wir ihm denn vertrauen? Schnell gerätst du an einen Ort, wo kindliche Fantasie und übertriebene Gewalt in bester South Park-Manier vermischen und eine verstörende Welt bilden. Ein Ort, der eigentlich nur der hintere Garten von Cartmans Haus sein kann. Wie es sich für ein ordentliches Rollenspiel gehört, stehen dir Unmengen an Objekten, Fähigkeiten und Kleidungsstücke zur Verfügung, um deinen Charakter auszurüsten. Nahezu jeder Charakter aus der Originalserie hat einen Gastauftritt, wird zu einer Spezialattacke oder Waffe zweckentfremdet. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass die Weihnachtstiere aus Dans Geschichte eure Gegner mit Lasern durchlöchern oder Mr. Sklave mit gespreizten Beinen auf eure Feinde springt und diese in sein Rektum verschwinden. All diese Details versprechen ein Rollenspielabenteuer, das nur in Verbindung mit South Park und Obsidian entstehen kann. Wir versprechen uns einen hohen Trash-Faktor und ein abwechslungsreiches Abenteuer. Flieht ihr Maden? Das denkt sich wahrscheinlich der ein oder andere Spieler, wenn er in seinem großen, schwer bewaffneten Mech sitzt und sich seinen Weg durch die Straßen bahnt. Doch weit gefehlt! Ganz im Sinne von David gegen Goliath kann selbst ein einziger Soldat die große Maschine außer Gefecht setzen. Die Zentraleinheit am hinteren Teil des Kopfes ist dafür das perfekte Ziel. Nur der Weg auf den Mech ist nicht so leicht, wie es der ein oder andere denkt. Die verschiedenen Varianten des Mech bringen seine Vor- und Nachteile mit sich. So kann man Geschosse abfangen und diese zurückschleudern, sich mit Rauch umgeben oder mehrere Raketen gleichzeitig abfeuern. Auch bei den Soldaten gibt es unterschiedliche Klassen, die ihre Fähigkeiten gegen ihre Gegner ausspielen können. Es geht schnell her auf den Maps. Mit einem Jetpack können die Soldaten an Wände entlang sliden und weite Sprünge vollbringen. Dadurch erhalten sie eine hohe Mobilität. Auch der Mesh ist keineswegs unbeweglich. Im Gegenteil ist er doch sehr agil und schnell. Wir sind schon ganz gespannt auf diesen Titel. Die Testspiele haben viel Spaß verbreitet und wir sagen Ja zu Titanfall. Praise the Sun! Es ist dunkel, kalt und überall lauern Gegner. Wie in den letzten Teilen wird ein ehemals wundervolles Königreich von einem Fluch heimgesucht. Dieses Mal trifft es Dranglake. Die Untoten ziehen durchs Land und Drachen terrorisieren die Bewohner. In Dark Souls 2 sollte jeder Schritt und Schlag überlegt sein. Denn Fehler verzeiht das Spiel nicht. Doch das Sterben gehört dazu. Der Spieler soll aus den Fehlern lernen und es beim erneuten Versuch besser machen. Wie gewohnt dienen die Leuchtfeuer als Speicher- und Ladepunkt. Es gibt jedoch eine weitere Funktion. Ab sofort kann man sich mit Hilfe des Leuchtfeuers in andere Abschnitte teleportieren.
Verschiedene Charakterklassen sorgen für Abwechslung im Spielgeschehen. Neu dabei ist der Schwertkämpfer, der in beiden Händen Hieb- und Stichwaffen führen kann. Es steht eine weitere Herausforderung vor uns, die schrecklichsten und verschiedensten Monster zu besiegen. Dark Souls 2 wird wieder für viel Wut sorgen und der Gedanke an ein Aufgeben wird sich breit machen. Aber der Anreiz, den scheinbar übermächtigen Gegner zu besiegen, ist größer. Infiltration und Spionage wurde Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes extra groß geschrieben. Wir befinden uns in einem kubanischen Gefangenenlager mitten in einer Rettungsmission. Interaktive Spielelemente ermöglichen die Beschaffung von Informationen durch Interaktion mit anderen Charakteren. Den Feind verhören oder zur Hilfeleistung zu überreden ist ein wichtiger Bestandteil. Ist man entdeckt, geht es recht schnell und der gesamte Stützpunkt befindet sich in Alarmbereitschaft. Da bleibt einem meist nur noch der Rückzug. Praktisch, dass wir einen Hubschrauber an ausgesuchten Stellen auf der Karte zur Abholung einsetzen können. Sollte das jedoch schiefgehen, müssen wir uns einen alternativen Weg suchen. Dank der offenen Welt von dem neuen Spiel aus dem Hause Konami gibt es viele Möglichkeiten, um von dieser Basis zu fliehen. Rebellieren mit Partikeln und Bioterroristen? Hinter Infamous Second Son verbirgt sich mehr als nur knallbuntes Schießen und ein rebellischer Charakter. Fangen wir mit der Grafik an. Diese ist wirklich ein Hingucker und die Areale sind mit vielen Details versehen. Die Effekte unserer Attacken und Fähigkeiten ergänzen die super mit der Umgebungsgrafik. Bei den wilden Kämpfen gegen Drogendealer und DUP-Soldaten werden einige Objekte in Mitleidenschaft gezogen und es geht einiges krachen. Verschiedenste Fähigkeiten sorgen für Abwechslung und Spielspaß. Bin ich ein guter oder böser Rebell? Diese Entscheidungsfreiheit hat Auswirkungen auf das Karma von Delson Row und beeinflusst den weiteren Storyverlauf. Infamous Second Son geht als Topseller der PlayStation 4 gegen Titanfall von Xbox One ins Rennen. Wer am Ende die Nase vorn hat, wird sich erst noch zeigen. Optisch kann das Spiel einiges, man kann gespannt sein auf die Storyline.